Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich bin heute hier zu diesem kleinen Tutorial, um euch mal das Thema Gravatar etwas näher zu bringen, was so ein Gravatar ist, für was wir den brauchen, was der mir bringt und wie man den vor allen Dingen auch einrichtet. Das alles wollen wir heute klären. Zum Schluss auch noch ein paar Fragen, die aufgetaucht sind, die einen dann so beschäftigen, wenn man so ein Gravatar hat. Alles das klären wir heute in diesem Video. Ein Gravatar ist ein Benutzer, der mit seiner E-Mail-Adresse weltweit mit diesem Gravatar verbunden ist. Das heißt, egal wo ihr seid auf der Welt, dieser Gravatar verfolgt euch immer, denn diese E-Mail-Adresse ist mit eurem Bild verknüpft. So müsst ihr euch das eigentlich vorstellen, ne? Es ist eigentlich ganz einfach, wenn ich zum Beispiel auf einen Blog einen Kommentar zum Beispiel schreibe, dann ist da mein Bild drin, weil dieses Bild ist mit meiner E-Mail-Adresse verknüpft und deswegen sieht man dieses Bild und das nennt sich Gravatar oder auch Avatar, kann man auch dazu sagen, beides ist richtig. Um einen Gravatar einzurichten, gibt es eine Plattform, die nennt sich gravatar.com und dort wird dieser Gravatar dann eingerichtet. Wir können dort nicht nur eine E-Mail-Adresse verwenden, sondern wir können auch mehrere E-Mail-Adressen verwenden. Und je nachdem, welche E-Mail-Adresse wir verwenden, das Bildchen, was wir dort dann einfügen auf dieser Plattform, das sieht man dann unter den Kommentaren. Ein Gravatar zu haben, bringt schon wesentliche Vorteile. Also das ist schon mal Fakt, ne? Denn wenn ich mir mal überlege, ich bin anonym im Internet und schreibe Kommentare und man sieht denjenigen nicht, dann ist das immer sehr, sehr unpersönlich. Das heißt, so ein Gravatar bringt natürlich auch wesentliche Vorteile. Ein Vorteil könnte zum Beispiel sein, dass du mit deiner E-Mail-Adresse oder mit deinem Gesicht natürlich dann auch deine Marke brandest. Ne? Dass wenn die Leute dich sehen im Internet, dass sie wissen, aha, das ist von der und der, ne? Wenn du öfters dort Kommentare schreibst. Wobei man das am besten sieht, wenn man jetzt zum Beispiel E-Mail-Marketing betreibt, ne? Oder auch, wenn man keins betreibt und man bekommt E-Mails, dann sieht man, dass man von bestimmten Personen E-Mails bekommt und die dann immer mit dem gleichen Bild drin sind. Und dann weiß man gleich, aha, die E-Mail mit dem Bild kommt von dem und die kommt von dem. Und das finde ich eigentlich einen wesentlichen Vorteil, weil das viel, viel persönlicher ist, ne? Denn die Leute heutzutage, die wollen wissen, mit welchen Menschen haben wir es denn zu tun? Wer sind denn die Menschen hinter die den E-Mails, die mir ständig da E-Mails schreiben. Ich muss immer ganz ehrlich sagen, das macht einen wesentlich besseren Eindruck, wenn man ein Bildchen hat hinter der E-Mail-Adresse, als wenn man kein Bild hat und man sieht nur eine Blume oder sonst irgendwas. Das ist keine Persönlichkeit. Und jeder, der heute im Internet E-Mail-Marketing betreibt, der einen Blog hat, der sollte auch einen Gravatar haben. Also da bin ich auf jeden Fall ein Freund davon, so von so einem Gravatar. Ne? Und ich meinen Coaches bringe ich das auch immer bei. Und da gibt es ja verschiedene Plugins bei WordPress zum Beispiel, die wir da verwenden, um so einen Gravatar auch in den Blog einzubinden. Und das ist eigentlich das, was ich auch meinen Coaches immer beibringe. Ne? Ja, und du weißt ganz einfach, dass ja das E-Mail-Marketing oder überhaupt das Marketing hat sich in letzter Zeit sehr, sehr stark verändert. Ne? Die Leute sind einfach nicht mehr so leichtgläubig und kaufen alles beim ersten E-Mail-Kontakt, sondern für die Menschen ist es viel, viel wichtiger, dass sie einen persönlichen Kontakt zu demjenigen herstellen können, von dem sie später mal irgendwas oder etwas kaufen oder der ihnen was schickt. Das ist einfach viel, viel vertrauenswürdiger. Und deswegen finde ich so einen Gravatar wirklich sehr, sehr wichtig für unsere Arbeit als Coaches, aber auch wenn wir Netzwerker sind, Networker sind oder wir haben ein anderes Business. Ich finde so ein Gravatar ist richtig, richtig gut für unser Branding
Und die ganzen Großen, die wirklich auf sich was halten, die haben alle einen Krawatar. Ich weiß, dass es in der Hinsicht auf jeden Fall zum Thema DSDVO da einige gibt, die, wo man sagt, man geht auf gefährlichen Terrain, aber es muss jeder für sich entscheiden. Jeder für sich muss entscheiden, ob er so einen Krawatar verwendet. Wenn wir den verwenden, dann sind wir natürlich auch überall auf der Welt mit unserem Krawatar dann sichtbar. Ja, das ist nun mal Fakt. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber DSDVO rechtlich ist eigentlich, sind eigentlich da keine Bedenken in der Hinsicht, weil wenn man diesen Krawatar selber verwendet auf seinem Blog, es werden ja die E-Mail-Adressen von dem, derjenigen, der den Kommentar abgibt, ja nicht mit übertragen. Also von daher sehe ich da rechtlich nicht so viele Probleme. So, jetzt gehen wir aber mal ans Eingemachte und zwar dorthin gehen. Wir werden jetzt den Krawatar mal einrichten. Wir befinden uns jetzt auf der Seite von krawatar.com. Ihr seht es hier oben in der Browserleiste. Und hier auf dieser Seite müsst ihr euch dann bei dem krawatar.com anmelden. Ich habe das hier schon gemacht, weil mein Krawatar, den gibt es ja schon seit längerer Zeit. Und dann seid ihr hier natürlich angemeldet. Ein wichtiger Tipp noch für alle von euch, die WordPress-Seiten haben. Die sind dann über wordpress.com bzw. org dort angemeldet. Das heißt, ihr, wenn ihr dann später in euren Account dann hinein wollt, dann werdet ihr mit eurer wordpress.com oder org-Adresse dort eingeloggt. Ne? Nicht, dass ihr euch dann wundert, warum ihr dann mit WordPress dort eingeloggt werdet. Das ist so, weil diese Krawatar-Plattform quasi mit dem vernetzt ist, ne? Mit WordPress. Deswegen dann diesen kleinen Hinweis. So, ich bin jetzt hier in meinem Krawatar hier drin. Ihr seht hier schon, man kann das auch auf Deutsch einstellen. Ich habe das jetzt hier nochmal Englisch gelassen, aber es geht auch Deutsch. Ne? Also das ist auf jeden Fall kein Problem. Wir können hier eine E-Mail-Adresse anlegen und hier können wir ein Bild hochladen. Ne? So, ich nehme jetzt mal meine E-Mail-Adresse, die ich mir jetzt extra angelegt habe. Und zwar ist die ja ganz neu, info@gabrielelindemann.com. Das ist jetzt meine neue E-Mail-Adresse, die ich mir bei Builderall jetzt gemacht habe. Und die werde ich jetzt mal adden. So, jetzt mache ich diesen Krawatar hier. Seht ihr schon, hier oben ist er schon drin, jetzt die E-Mail-Adresse. Und jetzt werde ich diesen Krawatar praktisch noch mein Foto hinzufügen zu dieser E-Mail-Adresse. Deswegen ist eine E-Mail-Adresse immer mit einem bestimmten Foto gebrandet, ne? Je nachdem, welche E-Mail-Adresse eben du dann verwendest, ne, dann kommt auch dieses Foto. Auf jeden Fall hier wichtig ist, ihr müsst euch hier dann die E-Mail-Adresse bestätigen. Da bekommt ihr einen Link zugeschickt auf eure E-Mail. Da müsst ihr dann eure E-Mail-Adresse bestätigen. Wenn ihr das jetzt alles hier bestätigt habt, dann ladet ihr euch hier ein paar Bilder hoch. Drückt einfach drauf, welches Bild ihr hier haben möchtet. Und fügt das zu eurer E-Mail-Adresse hinzu. Das ist an und für sich nicht sehr schwer. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz an, wie der Krawatar denn auf eurer WordPress-Seite aussieht. So, meine Lieben, ich befinde mich jetzt hier noch mal auf meinem Blog. Bin hier kurz nochmal hier rein. Ich habe selber kein Plugin für den Krawatar, weil ich der Meinung bin, ich will meinen Blog nicht noch weiter belasten mit verschiedenen Plugins, weil ich schon so viele drauf habe. Und ich nutze die Funktion, die hier von WordPress vorgegeben ist, die standardmäßig schon drin ist. Die findet ihr hier in den Einstellungen Diskussion.
Und hier findet ihr auch die Gravatare. Also bei der Gravataranzeige könnt ihr hier einen Haken reinmachen. Und wenn jetzt einer auf euren Blog kommt und der hat jetzt keinen Gravatar, dann wird diese Person jetzt auch als mit nichts, mit keinem Bild angezeigt. Also ich löse das so. Ich habe euch aber noch mal eine kleine Zusammenstellung gegeben für verschiedene Plugins. Da gibt es ja zum Beispiel das WordPress-Plugin First Letter Avatar. Da kannst du zum Beispiel den Gravatar ausschalten und eine PNG-Grafik-Avatar mit den ersten Buchstaben des Namens anzeigen lassen. Also da gibt es schon verschiedene Plugins, wo man noch andere Sachen machen könnte. Dann gibt es zum Beispiel auch noch das WordPress User Avatar Plugin. Du kannst die Avatare ausschalten. Dann gibt es das Avatar Privacy. Das ist wohl ein Plugin, was jetzt erst wieder seit neuestem geupdatet wird. Also das war lange Zeit kein Update verfügbar. Jetzt wird es wohl wieder geupdatet. Und dann gibt es noch das Gravatar Privacy Proxy. Das ist wohl das am meisten benutzte Gravatar-Plugin für WordPress. Aber zum Schluss zeige ich euch diese Grafik dann auf jeden Fall nochmal. So, meine Lieben, jetzt werden wir noch ein paar Fragen beantworten. Und ja, dann ist mein Video auch schon fast zu Ende. So, meine Lieben, da bin ich noch mal kurz zum Schluss, um die einzelnen Fragen noch mal zu beantworten. Die erste Frage ist, gibt es die Möglichkeit, bei gravatar.com zusätzliche E-Mail-Adressen einzurichten? Natürlich. Ihr habt es ja bei mir vorhin gesehen. Du kannst mehrere E-Mail-Adressen einrichten. Das würde ich dir auch raten, wenn du zum Beispiel ein Geschäftskonto hast und ein privates, dann richte einfach mehrere E-Mail-Adressen ein, um das auch ein bisschen zu trennen. Also da rate ich auf jeden Fall sehr dafür, dass ihr mehrere E-Mail-Adressen verwendet. Dann ist die nächste Frage, wenn ich jetzt einen Kommentar schreibe, sieht denn derjenige auf dem Blog meine E-Mail-Adresse? Die Frage kann ich mit Nein beantworten. Deine E-Mail-Adresse ist anonymisiert und gravatar.com gibt keine E-Mail-Adressen weiter. Also da kann ich dir schon mal die Angst nehmen, dass du dann überschwemmt wirst von E-Mails von denjenigen, wo du mal einen Kommentar schreibst. Also so wird es nicht sein. Das nächste ist, kann ich denn meine E-Mail-Adressen problemlos wieder löschen bei Gravatar? Natürlich. Du kannst deine E-Mail-Adressen löschen, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, deine Kommentare, die du jemals gestellt hast mit dieser E-Mail-Adresse, die bleiben natürlich noch vorhanden. Also da musst du keine Angst haben, die Kommentare sind alle noch da. Dann ist noch eine Frage. Wenn ich mein Bild bei gravatar.com ändere, ändert sich das Bild dann mit der verbundenen E-Mail-Adresse auch? Naja, natürlich. Wenn du dein Bild dort wieder änderst, ist deine verbundene E-Mail-Adresse auch wieder mit geändert. Dann ist das Bild auf allen Plattformen, egal wo auf der Welt, natürlich auch geändert. Dann ist noch die letzte Frage, die ist auch sehr interessant. Kann denn der Webseitenbetreiber mir dann private E-Mails schicken? Also, wenn ich jetzt irgendwo mit meinem Bild da bin, kann der mir dann zurückantworten? Natürlich nicht, weil, wie gesagt, der darf ja deine E-Mail-Adresse gar nicht irgendwo sichtbar machen. Da ist natürlich der Datenschutz dann wieder relevant, ne? Und wenn du E-Mail-Marketing betreibst und du bekommst E-Mails, dann kannst du ja auch nicht denjenigen, der dir E-Mails schickt, automatisiert dann einfach antworten. Das geht ja auch nicht. Das wird ja dann auf so einer sogenannten Plattform gesammelt, zum Beispiel bei GetResponse oder bei ClickTip oder hier wie bei uns bei MailingBoss. Da kannst du denjenigen natürlich dann nicht privat anschreiben. Gell? Also das muss man natürlich immer verstehen. Das ist ja auch eine sogenannte virtuelle Plattform und die sind ja auch an gewisse Vorgaben müssen die sich halten und die können auch nicht einfach dann
E-Mail-Adressen rausgeben. Also ihr müsstet dann gar keine Angst haben, wenn ihr sowas macht. Es ist alles anonymisiert und ja, jeder ist dann für sich selber verantwortlich, wen er seine E-Mail-Adresse weiterreicht. Ja, das war mein kurzes Video heute zu dem Thema Gravatar. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so umfangreich ist, weil ich dachte immer, Gravatar, na, das ist nicht so viel dabei. Aber es ist doch allerhand da zu beachten. Und die letzte Folie, die ich vorbereitet habe, wie ich schon versprochen habe, ist diese hier. Und zwar gibt es dann diese Plugins für den Gravatar. Die habe ich euch hier rausgesucht. Na, das sind die Plugins. Ich ziehe mich mal hier hoch. Da habt ihr einmal hier, wie schon vorhin erwähnt, das First Letter Avatar, das WordPress User Avatar, das Avatar Privacy und das Gravity Power BI Proxy. Das ist so das bekannteste. Ne? Welches ihr natürlich dann nehmen würdet, ist euch natürlich überlassen. Ne? Wer Interesse hat, den kann ich natürlich dann auch gerne hier die Daten nochmal zukommen lassen. Oder ihr macht euch jetzt einfach dann nochmal ein Foto von dem letzten Call, beziehungsweise jetzt diesem Blatt. Dann macht euch einfach ein Foto. Ansonsten kann ich es euch auch nochmal verlinken. Na? Gut, das war's zum Thema Gravatar. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel, viel Spaß. Sollte es Fragen geben, dann immer hier unten in die Kommentare rein, keinen extra Post aufmachen, das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und ansonsten hier in der Gruppe, dann fragt, was das Zeug hält. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Gab, ich weiß noch nicht, mit welchem Thema. Ich muss erst noch mal gucken, was an nächsten Themen anliegt. Ich habe ja da meinen Redaktionsplan, den ich da immer fortwährend abarbeite. Also wie gesagt, die nächsten Themen stehen wieder an. Bis dann. Ciao.